Okay, meine lieben Zuschauer, es hat sich einiges getan. Ja, wie ihr seht, alle meine Charaktere sind auf Level 25. Und ich habe herausgefunden, was für ein Monster das ist. Also, runter. Mir hat ja ein Monster gegeben bei 25, das ist der Skorpion. Den findet man bei der Sumpfgrotte. Wollte ich kurz erwähnen, für die Leute, die Monsterfibel komplett haben wollen. Als nächstes müssen wir zur Zwergenhöhle. Ich weiß auch, wo die ist. Die ist hier oben. Das ging schnell, der Kampf. Okay. Dann, der Kampf geht auch schnell. Okay. Also, wenn ihr nach links geht, gibt es nichts. Wollte ich kurz erwähnen für die Leute, die sich dafür interessieren. Es gibt nur den einen Weg. Und das ist der. Schon musste ich schon drei Kämpfe schneiden. Ach, die Musik ist geil. Also, wir sind in der Zwergenhöhle. Was sagst du? Stimmt es, dass sogar Erblindete mit dem Kristallauge ihr Augenlicht wieder erlangen? Hm, muss wohl stimmen. Schließlich soll der Dunkelelf Astos, der Exe Matoya, ihr Kristallauge gestohlen haben. Woher weißt du das denn? Hm, die kennen sich alle aus. Ich bin auf der Suche nach dem Levitanit. Es heißt, der Stein könne fliegen. Okay. Chirio! Irgendwie kommt mir das bekannt vor von Final Fantasy 3. Woher das Krachen kommt? Das ist Opa Nerik, da er hinter dem Dorf Gestein zertrümmert. Opa Nerik, okay. Armreif und Gringe eignen sich genauso gut wie Abwehr normale Rüstung. Also wie normale Rüstung. Ja, okay, ich hab's verstanden, dass euer Opa Nerik das ist. Cheerio. Juhu! Die freuen sich alle. Schon bei Smith, dem Schmied, gewesen? Nein. Und du? Ja. Alle sagen das Gleiche. Und du? Hau nicht ab. Rede mit mir. Oh Schreck, es hat begonnen. Die Erde beginnt vom Westen an zu faulen. Okay. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hingehe. Ich versuch's einfach mal. Einfach mal so viele Drachentöter. Ja, ich weiß, dass hier leer ist. Potion gefunden. Mithril-Panzer. Hütte. Okay. Gut. Zelt. Kübelhelm. Okay. Dankeschön. Die bewachen noch nicht mal ihre Schätze. Egal. Und du? Oha, Schwarz... Achso, das ist Nerik. Schwarzpulver. Mit seiner Sprengkraft kann ich endlich den Meereskanal bauen. Ihr habt was gut bei mir? Juhu! Chirio! Du kannst ja ein bisschen schneller beeilen. Schattendoppelgänger von 3. So, die Ladung ist angebracht. Und jetzt heißt es Abschied nehmen von dieser lästigen Granitwand. Was steht ihr da noch rum? Wollt ihr von der Explosion zerfetzt werden? Alle Mann in Deckung! Oh! Ihr könnt laufen, oder ist das Laufen, was ihr da gerade betreibt? Anscheinend schon. Okay. Bum, 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 bum. Okay, was hat er jetzt zersprengt? Dünn, 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 dünn. Die Erde geht kaputt. Er hat noch Schwarzpulver gehabt und das hat schon so viel zerstört. Übertreib doch mal. Bams, ist kaputt. Kaputt die Leine. Und jetzt geht ihr wieder zurück, weil... Erklärung bitte. Sagst du was dazu? Epische Musik, weil er Erde kaputt gemacht hat. Yay, jetzt kann ich endlich meine Weltreise fortsetzen. Okay, ein Weltreisender ist das. Wir können hier nichts machen. Wollte kurz erwähnen für die Leute, die das wissen wollen. Also, es gibt noch eine Möglichkeit, was wir machen können, zum Schmied gehen und Waffen holen. Warte, wo war der Schmied? Müsste hier sein. Ich will verflucht sein, wenn ich aus dem legendären Metall Adamantit nicht ebenso legendäres Schwert schmieden kann. Ey, dieses verfickte Teil da oben nervt immer.
Also dieses Adamantit kriegen wir, weil... Wieso haben sie sich hier alle versammelt? Also, das Adamantit kriegen wir später. Für die, die das wissen wollen. Mithril-Panzer. Ausweichen, Abwehr... Ja. Ja, ist gut. Okay. Okay, das war dann alles, was wir hier machen können. Wir waren überall, ja? Ja, anscheinend schon. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. 4 Kämpfe muss ich besser schneiden. 5 Kämpfe muss ich schneiden. Ich zähle die einfach, Leute. Einfach so ohne Grund. Also jetzt müssen wir durch den Strudel... Blitzrad ist eine gute Sache. Okay, jetzt können wir da durch. Da sollen wir später hin, steht eine Komplettlösung, mache ich dann auch später. Also wie ihr seht, wenn ihr nach links geht, kommt ihr so einfach nur hier hin in diese Gegend und da gibt's nichts. Oh. Sollte ich zu Melmond? Das war doch das, oder? Ein Grabstein. Ein Grabstein. Komm, hier muss auch stehen. Link ist gestorben. Komm, komm. Gesegnet seien die Kristalle. Gesegnet seien die Kristalle. Erlangt der Erdkristall seine leuchtende Kraft wieder, wird auch die Erde wieder zum Leben erwachen und diese Welt mit Bäumen und blühenden Feldern bedecken. Gut so. Vikra kaufe ich mir hundertprozentig. Engel hundertprozentig. Heilra? Sagt er gleich Hitler. Okay, eine Flächenangriff Untote brauche ich jetzt nicht so. Ich brauche eher Heilung. Heilra, ist klar, Heilra. Behinderte Leute. Folger, Toxin, Faul, Senk, Beam brauchen wir hundertprozentig. Dann so müssen wir jedes Mal den Dungeon. Den könnt ihr nicht lernen. Jetzt mich verarschen? Wieso kann ich das nicht lernen? Kaufen, Folger. Schönen Dank. Okay. Zurück zur vergangenen. Den könnt ihr nicht lernen. Willst du mich verarschen? Wieso kann ich das nicht lernen? Wieso kann ich das nicht lernen? Ich will. Ja, ich habe es verstanden. Ich kann es nicht lernen. Aber wieso? Schaut doch mal den Geschäft meines Vaters vorbei. Ja, Werbung machen für deinen Vater oder was? Ja, wir wissen, dass Erde dann blühen wird. Im Norden soll es vor langer Zeit eine hohe entwickelte Zivilisation gegeben haben. Heute ist davon aber nichts mehr zu sehen. Okay. Sollen wir sagen, das ist die Kirche? Nein, einfach ein Gebäude, wo man einfach reingehen kann. Früher konnten die Menschen angeblich mit Hilfe einer besonderen Kraft Schiffe in die Lüfte aufsteigen lassen. Okay. Watts, ich bin Watts, der Zwerg. Ich bin gekommen, um Nachforschung über das Faulen der Erde anzustellen. Watts? Kaufen. Priesterstab. Wieso willst du einen Priesterstab? Ich kaufe das einfach mal. Hier ist ein Inn. Okay. Okay, mit der Frau haben wir noch nicht geredet. Gesegnet seine Kristalle. Okay, gesegnet seine Kristalle. Verstanden. Und ist Link auch hier gestorben? Oder Zelda? Oder irgendein anderer Charakter? Die Reise, der in der Höhle. Der Riese, der in der Höhle lebt, frisst gerne Steine, aber habe ich mir sagen lassen. Eine besondere Vorliebe von ihm sind wohl Edelsteine. Gehst du mal aus dem Weg? Dankeschön. Kaufen. Ritterrüstung. 36.000. Übertreib. Silberarmreif. Ich habe nicht mehr so viel Geld. Aber zu Glück hat die so viel Geld, sonst hätte ich mir das nicht holen können. Sehen wir uns mal das an. Ritterrüstung. Ja, eigentlich schon. Ich will mehr Abwehr haben, da kriegt auch weniger Schaden. Silberarmreif, ja.
Silberarmreif, ja. Zu viel Geld ausgegeben. Südlich dieser Stadt, auf der Halbinsel, die in der Gegend besser als die Zunge des Teufels bekannt ist, findet ihr die Terrahöhle. Früher gedeihten unsere Feldfrüchte dort am besten. Mittlerweile ist dieser Ort völlig verkommen. Oder verkommen. Die Erde ist am Verfaulen. Das sind die Untaten des bösen Vampirs, der in der Terrahöhle haust. Nur weil er an den natürlichen Energiefluss der Erde stört, ist auch dieser einst blühende Stadt ein so trostloser Ort geworden. Ich bitte euch, vernichtet ihn. Geht klar, Chef, geht klar, geht klar. Okay, und wo ist der Papa, den ich besuchen soll? Oder wer bist du denn? Ich bin Wissenschaftler und arbeite hauptberuflich als Genie. Okay, hauptberuflich als Genie. Ihr habt sicher bereits von meinem Namen gehört, nicht? Sowas von Ero... Na, ist klar, du Genie. Dein Beruf ist, ein Genie zu sein. Verstanden, Digga, verstanden. Okay, kann ich noch irgendwas anderes hier machen? Nein, ich will ins Inn. Ich will mal ein bisschen heilen. Das kommt nicht gut rüber, wenn Leute hier reinkommen, wenn da irgendwelche Spinnfäden da oben sind. Nein, nein, nein. 100 Gil. Ja, ist gut, gut. 36.000 für Ritterrüstung. Ey, wenn ich das jetzt im Spiel irgendwo finde, dann ticke ich aus. Ja, geht schlafen. Ich habe schon euch für alles bezahlt hier. Ja, schön, dass da tolle Musik kommt. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Und gehen wir einfach nach oben. Zum Riesen. Wie soll ich zum Riesen kommen? Okay, da oben ist nichts. Die haben wir noch nicht gesehen, oder? Schatten. Wenn... Oder doch? Egal, ich lasse einfach mal den Kampf jetzt drin. Dialogs. Angriff. Das ist ein Untote, oder? Es muss ein Untote sein. Die sehen auch tot aus. Ja, das ist ein Untote. Okay, das haben wir Schatten jetzt auch gesehen. Tipp, kauft euch wirklich Blitzrad, das hilft euch richtig weit im Spiel. Okay, wir haben eine Höhle erreicht. Höhle des Riesen. Okay, lasst uns vorbei. Ihr kommt hier nicht durch. Ach so, okay, hier gibt es Zufallskämpfe. Okay, wir haben den Riesen gesehen. Aber was jetzt? Wo zum Geier soll ich hin? Okay, das ist die Terrahöhle. Also, wir sehen uns im nächsten Part hier. Tschüss.